Und herzlich willkommen, meine lieben Jungfrauen. Hier ist eure Svea von Angel Flame Orakel. Schön, dass du mit dabei bist. Schön, dass du meine Videos anschaust. Vielen Dank an dieser Stelle. Für alle, die neu mit dabei sind, gerne abonniert den Kanal. Das hilft einfach, dass der Kanal wachsen kann. Gerne kommentiert und liked die Videos auch. Auch das hilft, dass der Kanal quasi mehr Reichweite bekommt. Und genau, wir schauen uns an, was im September auf dich zukommt, mit was du hier zu rechnen hast. Ja, was du vielleicht auch für eine Aufgabe bekommst, je nachdem, was für ein Thema so im September für dich ansteht. Ja. Und ja, sei noch schnell gesagt, dass ich ab sofort, wenn ich Videos schalte, die unter Premiere laufen, ja, live bei den Premieren mit dabei sein werde. In der Chat-Funktion könnt ihr dort quasi mit mir chatten und mit mir schreiben und euch mit mir unterhalten. Ich hätte gern einfach eine tiefere Verbindung mit euch. Ja, ich würde euch gern einfach mehr wahrnehmen, ja, sondern nicht so eine One-Man-Show mit ich lege Karten und gut ist, sondern ich möchte einfach gern so eine Interaktion zwischen uns. Und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch demnächst alle bei den Premieren im Chat begrüßen darf. Genau. So, jetzt schauen wir mal. Liebe Jungfrau, der September, dein Monat im Endeffekt und ein bisschen der von der Waage, aber eher deiner. Was kommt hier im September auf dich zu, liebe Jungfrau? Was ist hier das Thema? Um was geht es im September bei dir? Gucken wir mal. Führungsqualitäten, ja, das wissen wir, dass du die hast. Und das Bewahren des Schatzes. Ha, okay. Auch hier die Erweiterung, ja, von 39 auf 40, also der Wachstum, der hier stattfinden soll. Und zwar geht es darum, dass du, liebe Jungfrau, loslassen darfst, an was auch immer du hier festhältst. Ja, ich zeige euch die mal. Du sitzt hier auf deiner Schatztruhe, ja, mit Diamanten und Gold und oh, weiß ich auch nicht, was alles da Schönes in dieser Truhe, auf dieser Truhe drauf ist, ja. Und du versuchst das mit aller Gewalt festzuhalten, ja. Es stürmt und regnet und es ist auch überhaupt nicht schön für dich dort zu sein, ja. Es fühlt sich gut an und es hat dich lange begleitet, ja. Es war dir lange sehr wichtig, was auch immer du hier beschützt, was auch immer du hier versuchst zu beschützen, obwohl es schon nicht mehr, obwohl es schon nicht mehr schön ist, beschützt du es immer noch, ja. Und liebe Jungfrau, du darfst, was auch immer du hier beschützt, oder wen du beschützt, ja, darfst du loslassen und weitergehen. Ja, du wirst, ich gehe jetzt mal davon aus, es geht um Liebe, es geht um Partnerschaft. Du darfst das loslassen und du darfst deinen Weg weitergehen. Ja, du bist noch nicht am Ziel angekommen, auch wenn es sich aktuell vielleicht so anfühlt. Aber ist es nicht. Und dir werden hier auch ganz viele neue Menschen, Seelen begegnen, ja, die dir viel Freude bringen und die dich verzaubern werden und die dir treu zur Seite stehen. Die warten schon, ja, hier am Wegrand. Die sind schon da. Du musst dich nur aufmachen, deinen Weg zu gehen. Okay. Ich hätte gern für Bewahren des Schatzes eine Karte, eine Klärungskarte.
Ja, es ist an der Zeit. Was auch immer du. Oh, ich krieg richtig Gänsehaut. Seht ihr das? Oh, hier sieht man nicht, ne? Pulli wieder runter. An was auch immer du hier festhältst, es ist Zeit, es loszulassen. Ja. Ja. Das ist die Herausforderung an der ganzen Geschichte. Das ist das, was. Das ist die Herausforderung im September. Okay, um was geht es hier genau? Was ist hier los? Ja, du hast dich verlaufen. Ja, du bist hier. Du bist hier. Wie sie hier, ja? Du bist hier angekommen, wo es sich angefühlt hat, als wäre alles in Ordnung, als hättest du dein Ziel erreicht, ja? Und wenn du aber genau hinschaust, bist du nicht aus dem Labyrinth, also aus dem Labyrinth hinausgekommen, sondern du bist mittendrin. Du hast nur die Illusion, dass du dein Ziel erreicht hast, ja. Und das darfst du erkennen. Das war, woran auch immer du festhältst, dass es Zeit wird, das loszulassen. Dass es Zeit wird, sich auf den Weg zu machen und den Ausgang zu finden aus diesem Labyrinth. Ja, denn du steckst noch mittendrin. Okay. Was ist hier noch los? Ja. Komm gleich wieder, es hat geklingelt. Sorry, der Nachbar hat geklingelt, hat ein Paket abgeholt. Ja, also du bist hier noch mitten im Labyrinth, ja, und du darfst dich jetzt aufmachen, den Weg aus diesem Labyrinth zu finden, ja. Das ist eine große Aufgabe, das ist wirklich nicht einfach, das ist nicht ohne, aber es wird dich in eine positive Veränderung bringen. Also es wird dein Leben in eine positive, es wird dein Leben positiv verändern. Ja. Und du wirst auch woanders ein neues Nest bauen. Weil schau mal, du bist hier ganz einsam auf der Truhe im Endeffekt. Ja. Es fühlt sich großartig an, weil du eine große Schatztruhe hast, auf die du aufpasst. Aber tief im Herzen weißt du, du bist allein. Und das darf sich verändern. Ja, das erfordert Mut, das erfordert Stärke, das erfordert Aktionismus. Aber es wird dich auch wachsen lassen. Ja, dieser Weg, dieser Schritt wird dich wachsen lassen. Du wirst über dich selbst hinaus wachsen. Ja. Und dann kommt hier auch eine Partnerschaft, eine Verbindung auf dich zu, wie du sie dir wünschst, ja, von oben geführt. Von oben geführt. Okay. Was gibt es hier noch zu wissen? Was ist hier noch wichtig zu wissen? Was ist hier noch wichtig zu wissen? Was ist hier noch wichtig zu wissen? Ja, oh Gott, liebe Jungfrauen, oh Gott, was ist hier noch wichtig zu wissen? Ja, okay. Also, es wird, dein Leben wird auf den Kopf gestellt, ja? Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird sich um 180 Grad drehen. Das verursacht
natürlich Ängste, ja? Das verursacht natürlich, dass du nicht weißt, wie es weitergehen soll. Aber, und das ist, was hier liegt, und das ist, was hier liegt, und das ist, was hier liegt. Es ist Teil deines Weges, ja? Es geht darum, dass du aus dem Labyrinth, aus dem Kreislauf, den du jetzt schon lange fährst, aussteigst. Es geht darum, dass du in deine Größe kommst, ja? In deinen Mut, dass du deine Ängste besiegst und weitergehst, ja? Und da ist der allererste Schritt loslassen, an dem du festhältst. Ja? An dem Gefühl von Sicherheit, an dem du festhältst, an die Person, an der du festhältst, die dir das Gefühl von Sicherheit vielleicht auch gibt, ich weiß nicht. Ein Job, an dem du festhältst, weil er dir Sicherheit gibt. Ein Mensch, an dem du festhältst, weil er dir das Gefühl von Sicherheit gibt, ja? Aber es ist nur eine Illusion. Du bist noch mitten im Labyrinth und du darfst jetzt aufstehen und losgehen. Okay. Ja, wir gucken bei Vimeo, liebe Jungfrauen, was euer Gegenüber tut, ja. Mit den Tarotkarten. Wir schauen, wer er ist, was sich hier zeigt. Wir schauen mit den Lenormand-Karten, was sein Thema ist, ja, mit was er oder sie es im September zu tun hat. Wir gucken, wie seine Gefühle zu dir sind. Wir gucken auch, was es mit dir macht. Ja, also, ja, was es mit dir macht und seine nächsten Schritte in deine Richtung. Wenn ich das Bedürfnis habe, dass ich Klärungskarten brauche, werde ich mit den Kipperkarten arbeiten. Falls nicht, wie bei dir, das war jetzt sehr klar, dann eben nicht. Ja, da wisst ihr ja, gucke ich, was ich fühle. Genau. Genau, vergesst nicht zu abonnieren. Ich freue mich, wenn wir uns gleich bei Vimeo sehen und fühlt euch lieb gedrückt, meine Lieben. Bis dahin, tschüss.